Servus, grüßt euch, habe die Ehre. Der Goldbodner Überwächser Straubing ist unterwegs in den neuen Bundesländern. Nicht in Bayern, nicht in Niederbayern, nicht im Goldboden. Darum die Bayernfahne dabei. Wo bin ich jetzt da? Das sind Umkleideräume von einem verlassenen Waldbad. Das Waldbad ist extrem abgelegen. Da oben sind zwei Häuser oder eins. Aber ansonsten weit und breit keine größere Ortschaft, nichts. Was mich am allermeisten freut, das Waldbad habe ich selber gefunden. Also in keiner Karte verzeichnet. Keine Überwegskarten oder kein Tipp oder so. Wirklich komplett selber gefunden. Bin jetzt auf gut Glück hergegangen. Und tatsächlich ein wunderbarer Volltreffer. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. Und wer das auch sehen möchte, was ich schon erlebt habe jetzt da und was es noch zum Sehen gibt, der bleibt jetzt dran und geht einmal mit mir durch dieses verlassene Waldbad. Auf geht's und packen wir's. Dann starten wir mal ins Waldbad. Also extrem abgelegen, das kann ich euch gleich schon sagen. Das dürfte der Eingangsbereich da gewesen sein, mit dem Dirl. Ob das jetzt da die Kasse war, das weiß ich auch nicht. Könnte aber durchaus sein. Der hat da so ein Fensterlauf gemacht, ne? Da ist es da. Da ist der Griff zum Fenster aufmachen und dann hast du da kassieren können. Weil da waren wir ja eigentlich schon herin dann. Da ist einmal was mit Glasbausteinen zugemacht worden, warum auch immer. Und dann, was baut man zuerst? Baut man einmal das Gebäude da links, wo auch das vermeintliche Kassenhäusl drin ist. Auch das da könnte natürlich das Kassenhäusl gewesen sein. Ich weiß es nach, das glaube ich jetzt weniger. Da muss ich nur schauen, meine Taschenlampe, ich habe bloß die kleine dabei. Dann gehen wir einmal da rein. Was wir da herin noch so sehen. Also da ist noch eine kleine Anrichte. Mit nichts mehr drin. Alles hier ausgeräumt. Da hier rüben. Naja, das war so eine Art Verwaltung, oder das war der Bademeister oder was, ich weiß es nicht. Der hat da so ein Büro gehabt, einen Kühlschrank. Da waren Sicherungen, ja, die Hütten, die kommen aber schon bald da. Da haben wir nochmal einen Schreibtisch. Vor allem im Brandfall, ja, das ist ein Standard. Gut, da hier rüben haben wir eine Wasserpumpe. Ein Drumding, das da. Das ist irgendwas mit einem Filter oder so, oder irgendein Zusatz, dass der Zusatz dann beigemischt worden ist in das Wasser. Das ist ein Filter. Ja, und Elektrik. Sonst sieht man da nichts mehr, aber ich glaube, dass das Ding schon sehr lange verlassen ist. Das ist gar nichts da. Dass das schon sehr lange verlassen ist, das hat auch einen Charme da, gell? Die alte Vorhang. Was meinst du denn, wie lange das hier schon hängt da? Lange, lange, lange Zeit. Jo. Dann schauen wir noch da raus. Das war ein Schwimmbecken, denke ich einmal, für die Schwimmer, weil es so tief ist. Und das da drüben, da, vermutlich war ein Nichtschwimmerbecken, aber da schauen wir dann noch rüber. Jetzt geht da der Wind, hoffentlich machen wir da kein Problem mit dem Ton. Das da, ich kenne mich nicht aus, aber ich vermute, das war eine riesige Filteranlage zum Wasserfiltern. Vermutlich bevor das Wasser reingekommen ist, oder das Wasser, wo drin war, ist immer wieder umgewälzt worden und ist da drin gefiltert worden. Weiß ich nicht, ist eine Vermutung, muss nicht stimmen, was ich sage. Ja, und das da verkimmt halt immer mehr, gell? Schade drum. Da hinten sieht man sogar noch, weiß nicht, ob man es erkennt am Film, an dem kleinen Rohr da drin läuft ganz leicht Wasser rein. Vielleicht ist das mit Quellwasser da gespeist worden, wobei das sehr weit am Berg oben ist. Da. Also ich bin dort auf ganz großer Höhe schon. Das kann eigentlich fast kein Quellwasser da mehr kommen. Darum denke ich einmal, dass das Wasser, wo da drin war, tatsächlich immer umgewälzt worden ist zum Saubermachen. Und ab und zu halt dann ein frisches reingekommen ist.
Gut, also dann schauen wir mal da vorne. Schauen wir uns das Gebäude mal von hier raus noch mal an. Also es hat schon einen Charme, gell? Das Ganze. Da wachsen überall die Baumschirme am Rand. Und da drüben haben wir dann Toiletten. Aha, da haben wir schon viel Räume am Bach. Das heißt, da ist auch nach der Wende schon was gewesen. Da schauen wir nicht rein. Das haben das Urinale. Das verblüfft mich jetzt, gell? Da ist der Spiegel noch herin, ohne dass er zusammengehauen worden ist. Glaubt man gar nicht. Weil ansonsten der Vandalismus doch schon hervorgeherrscht hat, gell? Wenn man da hinten hinschaut, das Urinal ist schon demoliert. Gut, also das waren Toiletten. Dann schauen wir noch darüber zu den Umkleiden. Lampen kann ich eigentlich ausmachen, gell? Das Tageslicht brauche ich nicht ausleuchten. Jetzt gerade bevor ich zu den Umkleiden umgewollt habe, ich noch gesehen, da fehlt das Eck von Toilette. Ja, schön, was ich da sehe. Da steht oben sogar was drauf, Urbex MV. Das heißt, da waren wahrscheinlich auch von Mecklenburg-Vorpommern da. Also das T, das Eck da oben, das fehlt. Und schwimmt, da sieht man es da, da schwimmt das T. Das hat irgend so ein Hirsch, hat das abgerissen und da reingeworfen. Und da unten ist irgendwas unter Wasser da. Was ist denn das? Also ein Kühlschrank oder sowas. Einfach da reingeschmissen. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, das Becken da selber, das ist komplett, der Rand ist da komplett gestrichen, denke ich einmal, dass das alles Farbe ist. Die, wo jetzt da schon abblättern ist, das Blaue. Ich bin heute den ganzen Tag schon unterwegs und habe schon anderes Waldbad gefunden. Das war mir aber ein wenig zwielichtig. Da habe ich den Eindruck gehabt, da haust noch jemand ab und zu drin. Und habe das dann dort bleiben lassen. Aber da war das Becken, ungefähr die Größe wie jetzt das da, das war komplett ausgekleidet mit einer Plastikfolie. Das aber schon, die Folie löst sich schon allmählich auf, darum hat man es kennt. An die Ränder, dass das eine Folie gewesen ist. Und da ist es ganz anders gemacht, da ist es einfach gestrichen worden. Aufgefallen, ist ein Glander, da hinten auch ziemlich umlaufend, weil du ja immer wieder so schön hörst, nicht vom Beckenrand springen. Interessant ist jetzt wieder, warum das Glander da so rumgezogen ist, um den Bereich noch. Da drüben ist jetzt eine Rutschbahn, und da kann aber auch einmal irgendwas gewesen sein. Ob da zwar die Rutsche mal gestanden ist, vielleicht. Naja, war gar nicht einmal so ausgeschlossen. Nicht unmöglich. Obwohl die da auf so einem Podest wiederum draufsteht. Und die Rutschbahn ist dann praktisch ins Schwimmerbecken gegangen. Dieses Geländer so, das ist eigentlich komplett um den Bereich mit der Rutschbahn rundum. Das heißt, man ist von diesem hinteren Bereich da gar nicht zur Rutschbahn hingekommen. Also folglich vermute ich jetzt einmal, dass da eine Leiter aus dem Schwimmerbecken rausgegangen ist. Du hast praktisch aus dem Schwimmerbecken raussteigen müssen, bis dann da über diese zwei Stufen, zack, zack, auf das Podest gekommen, zu der Rutschbahn. So war es gedacht. Ob dann der ein oder andere über das Glander drüber ist oder so,
Damit war sichergestellt eigentlich, ist jetzt wiederum nur eine Vermutung, damit war aber sichergestellt, dass auf dieser Rutschbahn nur jemand rutschen kann, der auch nachweislich dann Schwimmer ist, weil sonst wäre er ja nicht in dem Bereich da links hingekommen zum Rausklettern. Ne? Ansonsten wäre da eventuell ein Kind darüber auf die Rutsche rauf, da oben gerutscht und als Nichtschwimmer hätte das Kind dann da ein Problem gehabt. So schaut es aus. Und das da dürfte ein Nichtschwimmerbecken gewesen sein. Da hat man reingekommen für die Kinder. Da sieht man am Boden runter. Wie hoch ist das? Geschätzt. Meter, knapper Meter vielleicht. Mehr Wasser ist da nicht drin. Also relativ große Anlage eigentlich, wenn man sagt, wo man da ist, gell? Mitten in der Prärie. Dann schauen wir uns noch diesen Bereich der Rümo. Also da haben wir noch eine Tischtennisplatte. Da hast du sauber Tischtennis spielen können. Und das waren die Umkleiden. Viermal Damen, viermal Herren. Das Herrenschüttel fällt schon. Nein, dreimal Herren. Einmal Lager. Jetzt wollen wir mal reinschauen da. Was sich im Lager tut. Im Lager tut sich nichts mehr. Wobei das alles eine ganz normale Umkleide eigentlich war. Ich weiß jetzt nicht, ob es Heldner ist. Sieht man nicht viel da, gell? Umkleiden Herren. Ist der gleiche Raum. Da hinten ist noch ein Haken dran. Ein Kleiderhaken. Das gleiche nochmal. Oha. Scheiße. Da kommt das Dach schon runter. Da ist das Dach schon hier unten. Also es waren jetzt dreimal Umkleiden Herren. Und da drin. Was haben wir da? Na, ja, auch das gleiche. Dreimal Umkleiden Damen. Und einmal Lager. Ah, da hängen sogar noch Sachen herin schon her. Da hinten ist diese Schwimmbojen. Sieht man es da? Da haben wir dann die Bahnen abgrenzen können, ne? Die Schwimmbahnen, wie man es kennt vom Bad. Ja, das ist alles durch da. Also ich habe mir das einmal so in aller Ruhe wegen angeschaut. Meine Vermutung, das gleiche wie die Herren, sagt man nichts. Meine Vermutung ist, nach der Wende war da Schluss. So runtergekommen, wie das teilweise ist. Wenn man sich vorstellt, gell, da hat sich mal mordsmäßig früher was abgespielt mit Kindern und so weiter. Vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt ist das bloß noch eine Ruine. Schaut drum, aber das ist der Lauf der Zeit. Die Kinder haben mittlerweile andere Ansprüche, als wie so ein Bad mitten im Wald. So Freunde, ich muss ein bisschen in die Hucke gehen. Ist nicht anders machbar da drin. Bavaria Groß Thüringen. Also ein Bayer in Thüringen. Damit sind wir durch mit dem Waldbad. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War wieder mal was anderes. Wem es gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren vielleicht. Es kommen immer wieder unregelmäßig weitere Filme. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut dabei. Servus, pfiat euch. Habe die Ehre. Der Bayer packt jetzt zusammen.